Mittwoch ist der PMI-Tag, also werfen wir einen genaueren Blick mit dem Wirtschaftskalender. Ich bin Monika Gibson. Es ist ein Feiertag in Kanada. Es ist ein Feiertag in Kanada, sodass Loni-Dollar-Händler können einen Tag frei nehmen, um den Kanada-Tag zu feiern. Um 7.30 Uhr erscheint der Schweizer PMI für Juni. Der Mai-Index war stärker als erwartet und steht nun nur einen Bruchteil unter der 50-Punkte-Marke, die das Wachstum angibt. Der endgültige Fertigungs-PMI für Juni aus mehreren Ländern der Eurozone steht an, beginnend mit dem französischen um 7.50 Uhr, der deutsche folgt 5 Minuten später und der Eurozone-PMI kommt um 8. Die vorläufige Schätzung setzt den Index auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Dabei sind die französischen und deutschen Daten im positiven Bereich. UK Manufacturing PMI für Juni erscheint um 7:30. Der Index wuchs im Mai weiter, indem die starke Inlandsnachfrage die träge Außenhandelsperformance ausglich. Die Bank von England veröffentlicht ihren Finanzstabilitätsbericht um 9.30 Uhr. Vorstandsvorsitzender Mark Carney wird auch eine Pressekonferenz zur gleichen Zeit erteilen. Der genau beachtete US-ISM Manufacturing Index für Juni folgt um 14 Uhr. Der Index stieg im Mai auf ein 5-Monats-Hoch durch stärkeres Wachstum der Auftragseingänge angetrieben. US-amerikanische Bauausgaben für Mai stehen zugleich zur Verfügung. Die April-Daten haben auf der Oberseite überrascht nach einem 0,5% Wachstum im Vormonat. Die japanische Geldbasis für Juni folgt um 23.50 Uhr. Das Jahreswachstum auch im Mai etwas höher, gegenüber 35,2% vom Vormonat. Und um 12:30 nachts erscheint die australische Handelsbilanz für Mai. Das Handelsdefizit wuchs im April wieder mehr als erwartet, weil Unwetter zu einem starken Rückgang der Kohlenexporte führte. Auf Wiedersehen.